Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einer neuen Fortnite-Folge auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder eine Zuschaueraufnahme mit dem lieben Moritz. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Und vor allem im November sogar zwei Videos, also eins um 14 Uhr und um 18 Uhr. Und wenn du mit mir eine Community-Aufnahme haben willst, schreib es in die Kommentare, dann nehmen wir auch zusammen auf. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Let's go, Amigos. Wir bedanken uns erstmal mit dem beim Busfahrer. Ich habe die Krone auf, weil wir die Runde davor geholt hatten und wir springen auch direkt raus. Weil Moritz da landen will. Bin ich mal gespannt, ob wir die Runde holen werden. Die erste Runde, die wir zusammen gespielt hatten, hatten wir auf jeden Fall geholt gehabt. Eine Trio-Runde. So, versuchen wir in dem vorderen Bereich vielleicht zu landen. Da sind mehr Häuser einfach. Das heißt auch mehr Loot. Was gibt's hier? Gibt's nichts. Eine Pistole, okay, es bringt nichts. Shotgun, okay. Auf dem Bett. Oben wird bestimmt jemand sein. Perfekt. Haben wir den ersten. Oh Gott. Sehr schön, die ersten zwei Kills. So, Impulsgranate auch immer geil zu haben. Liebe ich. Noch mehr Zündladung. Oh ja. Diese Fernzündladungen sind halt richtig geil. Feier ich richtig. Was gibt's hier? Nicht so geilen Loot. Belastend. Ah, da hinten. Vielleicht können wir uns gleich da anschleichen. Sind Spots? Komm, ich lag dir in der Luft. So ein Bot. Du brauchst nicht fliehen. Perfekt. Die anderen? Da hinten, okay. Pistole, ja. Jetzt kann man die Impulsgranate perfekt nutzen. Die ist irgendwie... Die ist irgendwie gedrosselt, die Impulsgranate. Kam mir früher irgendwie stärker vor. Hm. Ah, da hinten. Hinter uns ist auf jeden Fall einer. Lol. Ey. Nur Bots gerade anscheinend. Perfekt. Sehr gut. Unten wird auch noch geschossen. Nehmen wir uns direkt im nächsten Kills. Bitte, wenn ich zocke, keine Anfragen die ganze Zeit schicken, weil sonst entferne ich euch aus den Freundschaftslisten. So. Und rennen fort. Okay, der eine ist da reingerannt. Hä? Wo ist der eine hin? Ah, oh, belastend. Ich wollte ihn gerade eigentlich fragen, wo seine Mates sind. Mit geschossen. Ach, da. Ach, come on, ey. Okay. Easy, nächster Kill. Was ist der andere? Haben wir auch schon down. So, dann wechseln wir mal die Waffe. Und zwar was zu was genauerem. So. Passt es doch schon. Was gibt's hier? Pilze. Ah, da hinten wird auch noch jemand sein. Töten wir hier die ganzen Leute. Ja. Hier irgendwo waren welche. So, in dem Haus sind auf jeden Fall welche. Oh Gott.
Hallo, warum schießt meine Waffe von allein? Meine Waffe schießt einfach von allein! Moritz, keine gute Idee, die wissen, wo du bist. Ach nee. Ja? Moritz! Ja, let's go, oh mein Gott. Ich bin nicht verziehen, wenn jetzt die Runde zu Ende gewesen wäre, gell? Und vor allem wir die Krone verloren haben. Ich wollte hier gerade ein bisschen mehr Action haben. Wir haben fast 14 Kills insgesamt. Danke. Vielen Dank. Warte, ich schmeiß den Medikit hin. So, was gibt's hier noch? Und eine blaue Shotgun. Okay. Vor uns sind bestimmt irgendwo Gegner. Eine goldene Pistole. Was ist da? Dynamit. Das nehme ich auch mehr gerne mit. Gehen wir mal hier weiter. Was ist das denn? Ups. Also Schlürfpilz. Okay. So. Schockwellengranate. Kommst du, Moritz? Moritz hat... Ja. Ich glaube, Moritz ist AFK. Dann stelle ich mich in die Nähe. Nutze ihn als Bait. Als kleinen Köder. Hallo Fiona. Ich glaube, ich nehme lieber das. Dann haben wir auch eine Waffe für die Distanz. Oh, tatsächlich. Nein. Er ist raus. Och nö. Er ist einfach mitten raus disconnected. Das ist so belastend. Vor allem mit, auch mit der Krone. Toll. Okay, wir müssen es jetzt irgendwie für Moritz alleine die Runde jetzt holen. Oh mein Libreton. Schreibt mal alle F in den Chat für Moritz. Junge, der tut mir richtig leid. In der Community-Aufnahme, die richtig gut lief. Ich meine, fast 14 Kills. Jeder fast 7 Kills. Einfach raus disconnected. Krone futsch. Würde mir stinken, wenn ich er wäre. So. Dann müssen wir gucken, wie wir es am besten machen. Oh, cool. Hier ist es richtig cool, Slurpy Swamp. Oh, imagine, wir könnten so einen ganzen Truck fahren. Mit Anhänger. Das wäre heftig. Okay, okay. Ich glaube nicht, dass wir hier so geilen Loot finden werden. Ich noch Schild halt, ne? Also, wenn man hier landet, hat man dann auf jeden Fall vollen Dings. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Ian. Ah, hier, das habe ich gebraucht. Glaub das gegen die. Oh, ich weiß nicht. Der Schildtrank bräuchte ich schon. Ich will auch mit Dings spielen. Aber ich weiß nicht. Warte. Weißt du was? Wir nutzen ja einfach alles. Springen hier gleich einfach alles in die Luft für ein Projekt. Ein Schulprojekt. Dann nehmen wir das wieder mit. Ist aber ein bisschen belastend, ey. Eigentlich könnte man auch hier voll viel EP farmen, gell? Wegen den ganzen Fässern. Einfach hier die ganze Zeit die Fässer kaputt machen. Das ist schon geil. Ich meine, 100 EP. Wie viele Fässer gibt es hier in dem Ganzen? Wenn ihr es wisst, schreibt es rein. Aber theoretisch ist das ja... Und das auch... LOL, habt ihr das gerade gesehen? Was war das? Sehr schön, let's go. Nummer zwei Leute geholt. Jetzt ein 2 gegen 1 Finale. Es sind noch 5 Teams mit mir am Start. Gehen wir hin. Kurz, weil die zuschauen. Den Doppelbizeps. Und jetzt will ich erstmal schauen, was da passiert ist. Ich will es auch machen. Die sind da irgendwie da rein. Hä? Die sind irgendwie da rein durchgebackt, gell? Naja, krieg's jetzt nicht hin. Schön eingeparkt. Auch die Zone und vor uns ist auch noch
Ach, guck mal hier. Let's go! Digga, das ist ein wildes 2-1 gegen 1 gewesen. Nicht abgesnackt werden. Nicht abgesnackt werden. Die einzige Bitte, die ich habe, nicht absnacken. Wollen wir eine kleine Zone gleich. Das heißt, ich wechsle hier. Perfekt. Was gibt's hier? Hier gibt es auch noch guten Loot. Perfekt, wir haben richtig geilen Loot jetzt. Okay, nur noch ein ganzes Team und noch einer Solo am Start, aber ich habe keinen Plan, wo. Wo könnte noch einer sein? Wäre es nicht schlau, hier auf das Dings in den Riss reinzugehen? Okay, nur noch einer am Leben. Einer am Leben. Platz 2 ist wieder drin. Das sollte auf jeden Fall Hauptsache sein. Als ob man hier rein kann. Leute, so eine Folterkammer. Okay, nix. Ersten hab ich down. Komm schon. Okay, den hätte ich vielleicht noch holen sollen. Ah, ich. Ja, easy, hä? Was war das für eine Runde? Wir holen uns einfach den Sieg, Digga. Digga, das. Ich hab kein. Was war das für ein schlechtes Finale, Leute? Egal, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios, amigos. Ciao, ciao. Like das Video, abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.